Liebe Pazuru-Mitglieder, ich melde mich mit neuen Informationen zum Pazuru-Unterricht für die nächsten Wochen. Unser Team hat die letzten Tage viel gebrainstormt, viel hin und her überlegt und wir werden den Pazuru-Unterricht weiter durchführen, allerdings online. Das heißt, der Unterricht findet ganz normal statt, allerdings online, sodass ihr das Ganze zu Hause live an euren Bildschirmen verfolgen könnt und auch mittrainieren könnt. Ja, und wie das ganze Konzept funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Jetzt noch einmal kurz zusammengefasst. Also ab Montag, 16.03. findet kein Unterricht mehr in den Räumlichkeiten vom Pazuru statt. Kein Erwachsenenunterricht und auch kein Kinderunterricht. Die Gürtelprüfung Ende März wird verschoben und wir haben aber ab Dienstag, dem 17.03. einen Online-Trainingsplan. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar haben wir hier unseren Online-Trainingsplan und hier seht ihr, dass wir zweimal in der Woche Unterricht haben zu den gegebenen Zeiten. Einmal zum Beispiel 3- bis 4-Jährigen, dienstags und donnerstags. Und so entspricht das dann auch den anderen Altersgruppen mit zweimal die Woche. Wichtig ist, wir haben bei den älteren Altersgruppen bedacht, dass vielleicht die Kids auch alleine zu Hause sind und jetzt keinen Partner haben. Partnerübungen finden bei den kleineren 3 bis 4, 5 bis 6 und 6 bis 8 Jahre statt. Da kann Geschwisterkind, der beste Freund oder ein Familienmitglied als Partner dabei sein. Und bei den größeren haben wir Einzeltrainings, da können die Kinder alleine trainieren oder Partnertrainings. Da wäre es gut, wenn sie sich dann vorher verabreden oder wie gesagt mit einem Familienmitglied. Erwachsenenkurse finden auch statt zu den Zeiten ab 19 Uhr, entweder auch in Einzel- oder als Partnerübung, zum Beispiel mit dem Ehepartner. Freitags haben wir unsere speziellen Family Workouts. Da kann die ganze Familie mitmachen. Das Ganze geht eine halbe Stunde und für die Kleineren um 17 Uhr und für die Größeren um 17.30 Uhr. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir möchten mit euch in den nächsten Wochen über einzelne WhatsApp-Gruppen kommunizieren. Ihr werdet per E-Mail zum freiwilligen Beitreten in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen und zwar entspricht diese WhatsApp-Gruppe eurer Trainingsgruppe. Das heißt, trainiert ihr zum Beispiel dienstags 15 Uhr, sind dort alle Eltern drin, dessen Kinder dienstags um 15 Uhr trainieren. Außerdem wird euer Trainer, den ihr auch bereits schon gut kennt, dort in dieser Gruppe als direkter Ansprechpartner für euch verfügbar sein. Über diese WhatsApp-Gruppe werden wir euch in den nächsten Wochen alle Informationen, alle Zugänge zu den Videos oder auch die Activity-Videos selber entsprechend der Altersgruppe zusenden und einstellen. Wie funktionieren diese Live-Unterrichtsstunden? Wir nutzen das Hilfsmittel Zoom. Dafür bekommt ihr wieder über diese WhatsApp-Gruppe einen Link, den ihr anklickt. Dann spielt ihr euch diese Zoom-App, diese kostenlose App, auf das Handy, Tablet oder den PC, müsst dann zur richtigen Uhrzeit anschalten und dann kann die Pazuru-Stunde schon losgehen, mit oder ohne Partner, je nachdem, welches Programm gerade ansteht. Ja, jetzt habt ihr vielleicht gerade einen Termin und könnt nicht bei dieser Live-Stunde dabei sein. Wir werden das Ganze hochladen auf einen geschützten Mitgliederbereich auf YouTube. Den Link dazu bekommt ihr wieder über diese WhatsApp-Gruppe. Möchtet ihr nicht in diese WhatsApp-Gruppe eintreten, bitte teilt uns das mit, dann bekommt ihr alle Informationen per E-Mail zugesandt. Wir werden euch täglich via WhatsApp-Gruppe Activity-Videos senden. Also das heißt, coole Ideen für zu Hause, damit den Kids einfach nicht langweilig wird in den nächsten 5 Wochen. Und zwar Ideen für Indoor und Outdoor, Bastel- und Kreativideen zum Ausdrucken für zu Hause und alles natürlich angepasst ans Alter eures Kindes. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in den nächsten 3 Wochen sich einen Zusatzstreifen zu verdienen durch 3 Sonderaufgaben. Diese Sonderaufgaben werden wöchentlich an euch mitgeteilt und ihr könnt das dann mit den Kids gemeinsam, beziehungsweise wenn sie es alleine durchführen können, auch alleine dann durchführen und dann bringen die Kids diese Zettel wieder mit nach den Corona-Ferien und bekommen dann einen zusätzlichen Streifen auf ihren Gürtel. Außerdem haben die Kids die Möglichkeit, in dieser Zeit Fitnessaufgaben zu lösen und dafür die Fitnessabzeichen zu erhalten. Welche Aufgaben das sind, bekommt ihr auch wieder zugesendet und die Kids nehmen das dann als Video auf und ihr sendet es dann an euren zuständigen Trainer.
Ja, Pazuru findet nicht nur auf der Matte statt, sondern auch zu Hause. Und genau dieses Thema arbeiten wir für euch jetzt in den nächsten Wochen ganz besonders gut aus. Unser Team arbeitet ab jetzt härter denn je und wir möchten mit euch die nächsten Wochen mit ganz viel Pazuru-Motivation und ganz viel Pazuru-Spaß diesmal bei euch zu Hause verbringen. Und ja, das ganze Team ist für euch da. Wir stehen in Kontakt mit euch. Schreibt uns an, ruft uns an. In diesem Sinne, bleibt gesund. Liebe Grüße!